Hallo und herzlich willkommen auf einen Ford F-150 Lightning bei Technik und Motor mit der FAZ. Mein Name ist Thomas Geiger und das ist das vielleicht wichtigste Elektroauto des Jahres. Nein, nicht für Europa, nicht für Deutschland, aber weltweit betrachtet hat dieses Auto eine signifikante Auswirkung. Denn es ist die Elektroversion des meistverkauften Autos in den USA. Der Ford F-150 ist wichtiger als bei uns der Golf. Und es ist ein deutliches Signal, dass Detroit die alte Welt noch nicht aufgegeben hat im Kampf gegen Tesla und Co. Denn während der Cybertruck nach wie vor in den Sternen steht, ist dieses Auto Realität und kommt in den USA im Sommer in den Handel. Und wenn man die Stimmen in Köln und London richtig hört, sind die Europäer auch interessiert daran, den Wagen zu uns zu holen. Was der kann, was wir davon zu erwarten haben, erklärt uns gleich die Projektleiterin. Und wir fahren mal heraus, wie es sich fühlt, elektrisch mit dem Nachfahren des Planwagens unterwegs zu sein. Auf den ersten Blick ist der F-150 Lightning ein Pickup wie jeder andere Ford auch. Während Tesla uns mit dem Cybertruck in den Weltraum schickt und auch Rivian eher an Captain Future denkt als an Billy the Kid, ist das gute alte Hausmannskost Heavy Metal aus Detroit. Ja, es gibt keinen verchromten Kühlergrill, sondern so eine schwarze Plastikblende, fast ein bisschen wie bei den EQ-Modellen von Mercedes. Und natürlich spielen sie mit dem Licht. Ich habe hier oben diese durchgehende Lichtleiste, an der man den F-150 Lightning sofort als Elektroauto erkennt. Aber im Grunde alles wie immer, ganz typisch, ganz klassisch. Bis man auf den Schlüssel guckt und feststellt, da ist ein Knopf mehr. Und wenn man den zweimal drückt, dann öffnet sich der größte Frunk, den es bislang bei einem Elektroauto gegeben hat. Da, wo früher 6- oder 8-Zylindermotoren waren, gibt es jetzt 400 Liter Stauraum, kann man mit 200 Kilo belasten. Natürlich mit Steckdose, Strom für alle möglichen Anwendungen. Und so wie wir es vom Mustang Mach-E schon kennen, ist das wasserdicht, es hat einen Ablauf. Man kann hier also entweder schmutzige Sachen lagern und danach ausspritzen, oder man kann Eiswürfel reinpacken und die Getränke reinlegen. Wenn man bedenkt, dass bei Pickups die Ladung sonst immer relativ ungeschützt ist und langfingerleichtes Spiel haben, ist das wirklich ein Kriterium, das die potenziellen Kunden begeistert und einer der Gründe ist, weshalb schon 200.000 Leute den F-150 Lightning vorbestellt haben. Ich sitze hier im Auto mit Linda Zhang, die Projektleiterin des F-150 Lightning. In den USA sowas wie ein Rockstar unter den Autoingenieuren. Ausgezeichnet als wichtigste Frau in der Autoindustrie, die uns jetzt mal erklärt, was der F-150 bedeutet. So what is the cause of this vehicle? Why is it so significant electrifying it? What does the F-150 mean for the American people? F-150 is the best-selling vehicle in America for over 45 years. So electrifying this vehicle really is reinventing it for the American public and helping them transition from an ICE product to an EV product. Okay, also Linda sagt, der F-150 ist seit 45 Jahren das meistverkaufte Auto in den USA, noch viel wichtiger als bei uns in Deutschland, zum Beispiel der VW Golf. Dieses Auto jetzt elektrisch zu machen, ist so wie ihn neu zu erfinden und damit die Elektromobilität für eine ganz breite Masse und nicht nur für die Elite zu öffnen. Is it difficult or is it different to electrify a car like an F-150 compared to a halo vehicle like the Mach-E? Ich frage sie, ob es unterschiedlich ist, ob es schwieriger ist, einen elektrischen Truck zu bauen als ein modisches, modernes und für kleine Stückzahlen ausgelegtes Elektroauto wie den Mach-E. So is it more difficult to electrify and where is the difference to do so? I think the big difference for this is a pickup truck. So for our customers, they demand durability, capability and productivity so that the truck can keep up with them, playing hard and also working hard. So from that perspective, it was really important for us to be able to show how this product can tow, haul, and do all the same things that trucks need to do today, but then also adding that extra element of what electrification can bring to make it a better tool for them. Okay. Also sie sagt, PKWs sind Kinderspiel gegen das, was ein Truck ist, weil die Leute von dem Truck wirklich erwarten, dass er funktioniert und weil ein Truck so viel funktionieren muss. Das ist ein Freizeitfahrzeug, ein Arbeitsfahrzeug,
der muss einfach all die Leistungen bringen, die der F-150 seit fast 50 Jahren bringt. Muss schleppen können, muss im Gelände gut sein können, muss ziehen können, muss laden können, muss entsprechend Kraft haben. Aber sie wollen die Elektrifizierung als Chance begreifen und eben nicht nur all das können, was ein Verbrenner kann, sondern sie wollen mehr bieten. Was? Das frage ich Sie jetzt gleich. So what is the addition that you can provide, the additional use and usability and practicality switching from an ICE engine to an electric truck? So what more can people expect using the F-150 Lightning? Right, so definitely they can expect the same amount of capability, right? Towing up to 10,000 pounds, payload of over 2,000 pounds. But in addition to that, the EV provides them with a lot more. First off, performance. 0 to 60 in mid 4 seconds because of the electrification. And then also with that, 775 foot-pounds of near instant torque. So when you're towing, you can feel that immediate go, as well as even just driving, you can feel how the vehicle goes like a rocket. And then in addition to that, we harness the electricity from the battery to provide our customers with electricity on the go, whether it's using plugs in the front or the back or even inside the cabin, and then also using this as a backup generator for people's homes with power outages. Okay, so also die Vorteile gegenüber einem konventionellen Truck sind zum einen das Fahren. Elektromobilität, Elektroantrieb heißt mehr Power, mehr Kraft. Wir haben hier fast 600 PS, wir haben über 1000 Newtonmeter, das heißt also dieses knapp 3 Tonnen schwere Ungetüm beschleunigt in 4,5 Sekunden von 0 auf 100 und lässt damit die meisten Sportwagen stehen. Es hat die gleiche Ladekapazität, die gleiche Nutzlast, die gleiche Anhängelast wie ein benzingetriebener Pickup, aber dazu kommt über das Fahren hinaus auch einfach die Energie, die hier an Bord ist. 130 Kilowattstunden speichert die große Batterie und die macht Ford eben nicht nur für die Elektromotoren zugänglich, sondern man kann sowohl vorne als auch hinten Zusatzgeräte einstecken. Handwerker können Bohrmaschinen, Sägen, Wasserpumpen anstellen und man kann sogar das Haus damit versorgen. Und das ist in den USA relativ wichtig, hier wo der Strom ziemlich häufig ausfällt, dient der F-150 als Batterie fürs Haus. Und ein normaler Haushalt kann davon 3 Tage lang leben. Another additional feature I hope the electricity provides is air condition. And I think we're going to start that for a moment. I was just going to ask if we should start that. Wir sind in Texas, es hat draußen 30 Grad. Und natürlich kann man die Energie auch nutzen, um das Auto zu kühlen. Man hätte es auch klugerweise mit Vorkonditionierung tun können. Und dann wird es auch schon besser. So, thanks for telling us all about that. Fingers crossed, and I can't wait to switch seats and to get a drive on my own. Thank you very much, Linda. Thank you. Wenn man sich im F-150 umschaut, ist das zwar alles modern, digitale Anzeigen, riesengroßes Tablet hier vor dem Armaturenbrett und relativ viele Steckdosen, 12 Volt, 120 Volt, hier nochmal USB, induktives Laden, alles da. Aber das Ganze ist schon sehr traditionell. Das ist ein Werkzeug. Man fühlt sich so ein bisschen wie im Maschinenraum. Und das ist kein Vergleich mit dem, was uns Rivian und Tesla mit dem Cybertruck als Zukunft des Trucks vorstellt. Da ist es alles ganz clean, so wie wir es eben von den neuen Startup-Firmen kennen. Hier ist es sehr, sehr traditionell ein Werkzeug. Die Leute bloß nicht überfordern, sie mitnehmen auf die Reise und sie nicht abschrecken. Und ihnen macht es also kaum einen Unterschied, ob ich in einem F-150 Lightning sitze oder in einem normalen F-150. Fahrgefühl im F-150 ist erstmal so, wie man es von einem Truck kennt. Fühlst dich wie der King of the Road. Schwimmst im Verkehr mit und hast so ein bisschen dieses Gefühl, Cowboy, der über seiner Herde thront. Also von daher keinerlei Änderungen, bis man dann mal auf einer freien Straße ist und aufs Gas bzw. aufs Strompedal tritt. Dann erlebt man was, was man sonst vielleicht im F-150 Raptor erlebt. 1050 Newtonmeter, ganz egal in welcher Antriebsvariante. Da schmelzen die Pfunde dahin und das Auto beschleunigt in guten 4,5 Sekunden von 0 auf 100. Das ist ein Erlebnis, das man im F-150 sonst nicht so hat.
Wie gesagt, Raptor kann das auch, aber der macht dabei halt ein unglaubliches Getöse, ist unglaublich wild und bringt die Kraft mit dem Dampfhammer auf die Straße. Hier alles smooth und das Ganze eben natürlich wie bei jedem Elektroauto leise. Es sei denn, man schaltet den künstlichen Verbrennersound an, was aber wie bei allen Elektroautos ziemlich albern ist. Darf sich von den sportlichen Fahrleistungen allerdings nicht täuschen lassen. Das Auto ist immer noch 5,50 Meter lang, bald 3 Tonnen schwer und alles andere als sportlich abgestimmt. Die Federung ist relativ weich und kommod. Die Lenkung gibt nicht wirklich viel Rückmeldung. Also ja Power, ja kräftig cruisen, aber ganz sicher kein Sportwagen, auch kein sportlicher Pickup. Auch da ist der F-150 Raptor sicher die bessere Wahl. Ganz kurz noch zu den technischen Daten. Hier also die Top-Version, zwei Motoren, 580 PS, 1050 Newtonmeter, 130 Kilowattstunden Akku, 570 Kilometer Reichweite. Alternativ das Basismodell, auch zwei Motoren, lachhafte $40.000, also der Preis von einem ID.4 hier in den USA. Zwei Motoren, 452 PS, auch die 1050 Newtonmeter und den kleinen Akku mit 98 Kilowattstunden für 360 Kilometer Reichweite. Kleiner Haken, Betriebsspannung 400 Volt, reicht zwar am Power Charger für 10% auf 80% in 40 Minuten, aber 150 Kilowatt ist die maximale Ladeleistung. Das ist ganz sicher deutlich weniger als die wichtigen Konkurrenten. Und da reden wir nicht nur über Tesla und Rivian, sondern da kommen dann halt selbst Hyundai und Kia, die zugegebenermaßen nur SUVs und keine Trucks im Angebot haben. Aber auch die fahren da an Ford vorbei. Da merkt man eben, dass das Auto jetzt schnell deutlich vor Tesla kommen sollte und dass Ford ein bisschen aufs Geld gucken musste. Ja, das war sie auch schon, die erste Ausfahrt mit dem Ford F-150 Lightning. Ein Auto, das mich wirklich nachhaltig beeindruckt hat. Nicht nur, weil der alles kann, so gut wie ein konventioneller Pickup, weil er unglaublich schnell und stark ist und weil es sich einfach gut anfühlt, so einen Riesen ohne schlechtes Gewissen zu fahren. Nein, sondern der zeigt auch, dass die Elektromobilität im Alltag angekommen ist. Vergessen wir mal die ganzen Teslas, Mercedes, Porsche, Audi und ein Stück weit auch Hyundai, Kia und VW und all die Konsorten. Hier reden wir über das erste elektrische Massenauto für die USA, immerhin der zweitgrößte Automobilmarkt der Welt. Und ich bin mir ziemlich sicher, dass der F-150 kein amerikanisches Phänomen bleiben wird. Bislang gab es die großen Pickups bei uns nur als Nischenautos von den freien Importeuren. Aber jetzt, wo es keine Emissionen mehr gibt, muss man auch kein schlechtes Gewissen haben und kann dieses Auto mit gutem Gefühl durch London, Berlin, Paris oder Frankfurt chauffieren. Einziges Problem, die Nachfrage in den USA ist so groß, dass sie erst mal 2-3 Jahre brauchen werden, bis sie sie abgearbeitet haben. Und selbst wenn Donald Trump kein Präsident mehr ist, gilt natürlich noch immer America first. Das heißt, erstmal werden die Kunden in den USA bedient und wenn dann ein paar Autos übrig sind, kann ich mir gut vorstellen, dass der F-150 plötzlich auch beim Ford-Händler in Deutschland steht. Thank you.